Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secretive Simon und zu einem weiteren Only One Command Block Video. Das Ganze ist für den lieben The Womble, der hat sich nämlich mal gewünscht, dass ich zeige, wie man Bad Wars Item Spawner bekommen kann und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch einen Wunsch hast, dann schreib ihn doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Als allererstes brauchen wir einen Command Block und den bekommen wir wie immer mit /gif, unserem Username und dann Command Block. Mit Rechtsklick platziert ihr diesen und mit STRG-V fügt ihr dann hier den Command aus der Videobeschreibung ein. Klickt noch einmal auf den Netzwerkzoom, damit er auf Always Active steht und auf Done. Nach einer kurzen Zeit erhaltet ihr dann ein bisschen Eigenwerbung im Chat, diese kleine Box, die ihr hier mit einem Rechtsklick wie immer entfernen könnt. Ja, die Items, die ihr bekommen habt, das sind der Bronze-Spawner, der Eisen-Spawner, der Gold-Spawner und der Kill-Spawner, bzw. die Spawn-Eier dafür. Denn wenn wir jetzt hier mal den Bronze-Spawner platzieren, haben wir hier, wie schon der Name sagt, einen Bronze-Spawner. Der spawnt in kleinen Intervallen jetzt immer ein bisschen Bronze. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch eine kleine andere Sache, die ist mit Wasser. Das meine ich nämlich mal gesehen zu haben, denn ich spiele Bad Wars und was das Ganze angeht, oder allgemein PvP gar nicht mehr, beziehungsweise habe es eigentlich kaum gespielt, noch nie so richtig. Ich war immer der Survival-Spieler so und eher der sich mit Redstone befasst und Commands. Das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen gibt es ja auch diesen Kanal hier, denn das, was ich kann, das möchte ich auch gerne zeigen. Auf jeden Fall, ich glaube, sowas gibt es auch bei Bad Wars, dass die Items einfach so nach vorne gespült werden. Was ich, wie ich finde, auch ganz cool finde. So sieht man diesen Spawner nicht und dann kommt hier einfach Eisen raus. Dann läuft man hier einmal längs und dann hat man alles. Ja, den lassen wir jetzt mal spawnen und dann fangen wir, oder machen wir eher weiter. Angefangen haben wir mit dem Bronze-Spawner, weiter geht's mit dem Eisen-Spawner. Der spawnt alle 5 Sekunden immer ein Eisen und hier könnt ihr dann abwarten und Eisen farmen. Und den lassen wir jetzt auch mal, ja, sein Spawnen tun. Ist das richtig? Naja, wie auch immer. Der Goldspawner spawnt natürlich auch Gold, diesmal in einem Intervall von 10 Sekunden. Ja, wir haben noch den Killspawner. Den können wir benutzen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Bronzespawner aus Versehen neben den Eisenspawner gesetzt haben. Und wenn wir das nämlich nicht wollen, weil dann sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Dann können wir das Killspawner einnehmen und einen immer um den Block rum, den platzieren. Denn dann sollte der andere Spawner davon nicht, ja, beeinträchtigt werden. Wir haben hier nämlich einen Armor-Stand. Der bekommt immer einen Score und nach einer gewissen Zeit wird dann ein Item gespawnt. Und mehr ist das Ganze auch nicht. Ja, hier haben wir jetzt auch schon 2 Gold, das ist doch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.